Ja, Oh, Dreier, Zweier, Zweier, Dreier, Gut. aber nur dicke Frauen. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Darf ich mal? Entschuldigung. Scheiße. Ach, dann leck mich. Ja, Entschuldigung. Ja, auch noch. Kacke! So war das nicht geplant. Ja, dann lasst mich doch da auch mal durch. Mein Gott. So schwer kann das doch Gut nicht sein. gemacht. Mongos, ey. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi: unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Exzellent. Ise, Ise. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Das haben wir doch vorhin schon mal gemacht. Und tschüss. Gut. Bam. Pst, lächerlich. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Steht mal wieder auf. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Sieger stehen da auf. Wo Verlierer liegen bleiben. Scheiße, es war ein Fehlschlag von mir. Trotzdem Gut Erster. gemacht. Bis jetzt noch keine verkackt, außer die komische Teile da Der mit Töpfen. Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Gehen Sie Geben. mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Und genau da habe ich bei diesem Spiel ein Problem. Denn an dieser Stelle leckt es bei mir immer, wenn ich einen töte. Das ist ein bisschen doof, aber naja. Lässt sich ertragen, finde ich. Also, naja. Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Ich war's. Ich meine, ich hab's gesehen. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Geil. Provozieren Sie den Soldaten. Nein, ich tue Menschen nicht weh. Eine Assassine! Das meine ich, ey, leck. Oh, Moment, ich habe die Klinge in der Hand, wenn ich den jetzt töte. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ja, dazu darf ich aber nicht get. Ach, verdammt. Denkst du, du kannst mir davonlaufen? Ja, das denke ich. Das ist so ziemlich stark. Ach ja, hier wird jetzt auch lang. Exzellent. Okay, das zählt jetzt Der nicht. Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Da leckt es nämlich wieder, das meinte ich. Ich hoffe mal, dass es an der Aufnahme nicht stört, aber naja. Gut. Besser geht Ihr nicht. Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Das wird doch zu nichts. Und tschüss. Gut gemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Ja, ich bleibe jetzt drin. Exzellent. Oh.
Durch Anonymität füllen sie ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen sie sich verstecken können. Na komm, zeig mir die. Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor sie in einem Versteck verschwinden können. Gelehrte. Oh. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Ja, ja, bin dabei. Das hasse ich, dass das so langsam ist. Eigentlich könnte ich das auch mal einfach voll in die Fresse schlagen, aber ich glaube nicht, dass mir das richtig was bringen würde und meine Nase tut weh. Ich glaube, ich habe noch die Fresse bekommen. Oh. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Der Gelbe ist unser Attentat. Oh, der Weiße hat Informationen für uns. Schade, ich wollte jetzt eigentlich töten. Aber stand doch Attentat drüber. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Bam, durch die Hand. Im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Lecker oder Ladebildschirm, ich bin mir da ziemlich unsicher. Nee, es war ein Leck. Warum auch immer. Wenn ihr darauf eine Antwort habt, dann sagt mir mal bitte Bescheid. So, komm, jetzt lassen wir zocken hier. Oh mein Gott. Es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Dort. Exzellenter Streich. Das Glück ist eure Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Korb. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Templer Tempelberg? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Oh ja, wir sind der Obermacker und jeder hat uns lieb. Wir merken. Nein, dem ist nicht so. Aber ich meine, wer braucht Freunde, wenn er der Beste ist? Naja. Oh, ein Gegner. Der sieht aus wie einer von uns. Guck mal, jetzt gibt er immer noch Tutorials, ne? Und das laggt. Naja, gut. Zack, erledigt. War doch easy. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein. Auch. Doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Oh, die Templer. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Ach, die kriegen wir tot, die da unten sind. Feigheit.
Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Oh Mann, wir sind echt der Oberboss. Ja, egal. Dann töten wir den einfach mal. Also egal, wer das ist. Nimm halt die Leiter, mein Gott. Kleine Pussy. Halt, Templer. Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr?